Der neue rumänische Staatschef Iliescu hat die in der Bundesrepublik angesiedelten, Verzeihung, die, also ich beginne den Satz neu. Der neue rumänische Staatspräsident Iliescu hat die in die Bundesrepublik ausgesiedelten Rumäniendeutschen zur Rückkehr aufgefordert. Auch der Autobauer Aupel. Klaus Kleber, guten Abend. Guten Abend. Heißt das jetzt, im Endeffekt könnte die Innenministerin von Florida die Entscheidung über den neuen Präsidenten treffen? Was sehen wir jetzt? Ich würde lieber Klaus Kleber sehen. Hallo, ja. Das Unterhaus hat Yasuo Fukuda zum Ministerpräsidenten gewählt. Die überraschenden Daten. Und in Niederbayern bleibt die Lage nach weiteren Schneeanfällen angespannt. Und das war tatsächlich eine wirklich sehr schöne Sendung. Und jetzt möchte auch Jens Riewer noch einmal ins Bild, liebe Regie. Können wir es kurz machen? Er lacht nur. Auf Wiedersehen. Bis morgen. Tschüss. Bereits an seinem ersten Arbeitstag schaltet sich Kanzler Kohl mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder zusammen. Rund 3 Monate vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen dringen SPD und Grüne in Düsseldorf auf eine schnelle Aufklärung der Visa-Affäre. Sie verlangen, dass Außenminister Fischer noch vor der Abstimmung im Mai vor dem Visa-Ausschuss. Oh, Entschuldigung, da habe ich einen Fehler gemacht, die falsche Meldung. Die mir jetzt. Entschuldigung, ich habe keine 3, Anton. Das kommt vor. Wir bitten um Ihr Verständnis. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu dieser Sendung. Das Nachtmagazin mit Ingo Zamperoni bringt Sie. Ingo Zamperoni heißt er. Verzeihung. Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Und diesmal auch die Ärzte. Wow, so sind die Tagesthemen wohl noch nie eröffnet worden. Und ich hätte mir auch nie träumen lassen, mal so angekündigt zu werden. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 13. Juni. Ja, jetzt sollte eigentlich das Wetter kommen. Kommt es denn? Also es ist auf jeden Fall nicht mehr so schön wie die letzten Tage. Genaueres dann in den Tagesthemen. Bundeskanzlerin Merkel warb für den Dialog von Katholiken und Protestanten. In Damaskus sind wir jetzt mit unserem Korrespondenten Patrick Leclerc verbunden. Guten Abend. We have until 45, huh? Wissen Sie, Patrick Leclerc, er sitzt da ja? Am Telefon. Ah, guten Abend, Patrick Leclerc. Ja. Wissen Sie, wir rufen aus Damaskus und wollen ein Live-Gespräch machen mit den Tagesthemen. Das ist ganz wichtig. Da ist es wunderbar. Wir sind schon auf Sendung, Patrick Leclerc. Können Sie mich denn hören? Das ist wieder eine dieser wunderbaren. Ja, wir haben gleich keinen Satelliten mehr. Da sehen Sie. Also ich habe den Eindruck, das klappt nicht. Wollen wir noch einmal fragen? Vielleicht können wir es mit dem Telefon versuchen. Der Frühling mitten im Winter dauert an, auch morgen bleibt es kalt, warm. In Huairu bei Peking ist heute das internationale Frauenforum der Nichtregierung. Entschuldigung, ich hatte noch eine Meldung, aber bitte. Na? Ja, ja bitte, Präsidium. Gut. Pardon. Und um die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 6. April. 2 Kräfte bestimmen das Europawetter. Ein Tief versorgt den Norden mit Regenwolken, ein Hoch den Süden mit Sonne. Zwischen den Tut uns leid, das Wetter findet auf jeden Fall statt. Es wird nicht ganz so schön wie zu Ostern. Die USA wollen die Entschuldigung. Zum Wetter in Deutschland. Es ist deutlich kälter geworden. Heute Morgen gab es bereits den ersten Bodenfrost.
Und einer, der dies seit Jahrzehnten beobachtet und schon mit dabei war, als sich das Verhältnis des Westens zu Russland neu gestaltete nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, ist Wolfgang Ischinger, früherer Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Botschafter und zuletzt Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Guten Abend, Herr Ischinger. Guten Abend, Frau Slomka. Mir Oskar heiße ich. Hallo, Herr Ischinger. Zu Beginn des kommenden Jahres anzuheben. In Bochum haben mehr als 5000 Menschen gegen die Schließung des Nokia-Werkes protestiert. Zu dem Aktionstag hatte die IG Metall aufgerufen. Am Dienstag will sich der Betriebsrat zu Verhandlungen mit... Verzeihung. Mit der... Verzeihung. So. Die Arbeitnehmervertreter wollen dabei... Nein, das geht, glaube ich, nicht mehr. Vielleicht kann man einmal auf mich zurückschneiden. Das tut mir leid, meine Damen und Herren, wenn man kurz vor der Sendung noch etwas isst. Ich versuche es jetzt noch mal, ansonsten müsste Tom das übernehmen. Marc Bartow, geht's wieder besser, der Krümel im Hals ist weg. Dann starten Sie gut in die... Mensch, was stotter ich denn jetzt so? Starten Sie gut in die neue Woche, das muss man doch sagen können. Und wenn Sie morgen mögen, schalten Sie die Tagesthemen wieder ein. Auf Wiedersehen und tschüss.